الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، على صوت كبت الله تمهان دبلتن الله زيغم هايل ومهان سشكايل زنان بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zusammenkunft segnen, unsere Sünden vergeben, unseren Iman stärken und uns hervorgehen lassen aus diesem Gebet mit einer vergebenen Sünde, mit verstärktem Iman und mit zusätzlicher Rechtleitung zu der bereits vorhandenen Rechtleitung. Liebe Geschwister, ich ermahne mich und euch immer wieder und erinnere mich und euch immer wieder daran, dass wir uns vor Allah subhanahu wa ta'ala vorzusehen haben. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, denn derjenige, der Allah fürchtet, ihm werden seine Sünden vergeben. Er ist derjenige, für den Allah Recht leitet. Er ist derjenige, für den Allah sorgt, dass er rechtschaffene Taten vollbringt. Allah sagte sinngemäß, O ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht Worte, die euch festigen, dann sorgt er dafür, dass eure Taten rechtschaffen sein werden. Er sorgt dafür, dass eure Sünden vergeben werden. Denn derjenige, der Allah und seinem Gesandten gehorcht, er hat fürwahr einen gewaltigen Sieg errungen. Liebe Geschwister, wir möchten uns heute über ein Wort unterhalten, ein Wort, das dem sehr oft Unrecht getan wird, ein Wort, dem im Namen desselbigen Wortes Unrecht getan wird. Es handelt sich um die sogenannte Weisheit. Die Weisheit, liebe Geschwister, ist ein Wort, das im Namen der Weisheit missbraucht wird. Die Weisheit ist ein Geschenk Allahs, dass er jedem gibt, wem er sie geben möchte. Allah sagte sinngemäß übersetzt im Koran, er gibt die Weisheit, wem er will. Und derjenige, dem er die Weisheit gegeben hat, dem hat er wirklich viel Gutes gegeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dreimal in seinem Leben hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel zur Erde geschickt. Und hat ihm die Brust geöffnet, und sein Herz rausgenommen, es gereinigt, den Anteil des Satans entfernt und hat es mit Weisheit gefüllt. Dreimal, einmal als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Kind noch war, als zweite Mal als er sallallahu alaihi wasallam bevor er berufen worden ist zum Propheten und das dritte Mal noch bevor er zum Himmel aufgestiegen ist in der Nacht- und Himmelfahrt Al-Isra und Al-Mi'raj, die bekannten Himmelsreisen. Dreimal hat der Prophet, das heißt, die Weisheit unseres Propheten ist unübertrefflich, da sie von Allah subhanahu wa ta'ala direkt kommt. Weisheit, liebe Geschwister, ist deswegen so lobenswürdig, weil sie stammt von einem Namen, der Namen Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala, einer seiner Namen ist Al-Hakim. Das heißt, der Allweise, und eine der Besetzungen ist der Allweise, und der weise Mensch hat sozusagen seinen eigenen Namen, ist wortverwandt mit dem Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lobt sich als den Allweisen. Als er über die Erbgesetze gesprochen hat in Surat al-Nisa und jedem seinen Anteil zugeschrieben hat, der ihm zusteht vom Erbgesetz, sagt er am Ende, Inna Allaha kana aliman hakima, wahrlich Allah ist allwissend und allweise, subhanahu wa ta'ala. Damit kein Mensch denkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr irgendwie eine ungerechte Verteilung gemacht hätte. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala ist allwissend, er weiß, wem wie viel zusteht und er kennt die Situation aller Menschen und er kennt den Unterschied zwischen Mann und Frau und er kennt die Situation, ob jemand Eltern hat oder keine Eltern hat und ob man Kinder hat oder keine Kinder hat und Geschwister hat oder keine Geschwister hat. Und so hat er als Allweiser genau jedem den Anteil gegeben, der ihm zusteht, subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, Weisheit ist eine Sache, die der Muslim für sich als Erster zu beanspruchen hat, vor jedem anderen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar über die Weisheit, es gibt zwei Angelegenheiten, in denen man andere Menschen beneiden darf. Und dann, ihr kennt vielleicht den Unterschied zwischen Neid und Missgunst im Deutschen. Neid ist existiert gemeint im religiösen Sinne, dass man sich dasselbe wünscht, wie eine andere Person hat. Und das ist kein Problem. Wir wünschen uns alle, so viel Iman zu haben, wie die Geschwister, die gläubig sind. Wir wünschen uns alle, dass wir reich werden, wie andere reich sind.
an Iman, an rechtschaffenen Taten, vielleicht sogar an Geld. Wir wünschen uns alle, einen hohen Stand bei Allah zu haben, wie ein anderer vielleicht ihn hat. Aber wir wünschen uns das Gleiche für unsere Geschwister. Und das ist nämlich, dass wir keine Missgunst haben. Missgunst bedeutet nämlich, dass man dem anderen das eben nicht gönnt. Und so sagt der Prophet ﷺ über diese erlaubte Form im Hadith, es gibt zwei Arten von Weisheit, Entschuldigung, es gibt zwei Arten von Neid, die erlaubt sind. Oder umgekehrt, es gibt Neid darf es nur in zwei Angelegenheiten geben. Und eine davon erwähnte eine Person, die von Allah Weisheit bekommen hat, liebe Geschwister. Und er handelt danach und er lehrt diese Weisheit, die er bekommen hat. Weisheit, liebe Geschwister, hat verschiedene Definitionen. Aber die entscheidende oder die allgemeine Definition, die in diesem Zusammenhang vielleicht am besten passt, ist, dass man richtig handelt in Bezug auf seine Aussagen, in Bezug auf seine Taten und in Bezug auf das, was man im Herzen verinnerlicht. Und das auf die beste Art und Weise. Erstens, man handelt und man sagt Richtiges und man glaubt Richtiges und alles auf die beste Art und Weise, auf Perfektion, Itqan. Das ist die Weisheit, liebe Geschwister. Weisheit im Koran al-Karim hat verschiedene Bedeutungen, kommt in verschiedener Form vor. Manchmal ist mit der Weisheit das Prophetentum gemeint, manchmal ist mit der Weisheit was anderes gemeint. Aber für uns ist diese allgemeine Definition an dieser Stelle entscheidend und wichtig zu wissen. Daraus leiten wir ab, dass Weisheit nicht immer bedeutet, weiche Worte zu sprechen. Weisheit bedeutet nicht immer nur, den Menschen etwas zu sagen, wodurch sie wodurch sie die Hoffnung gewinnen auf die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Weisheit bedeutet nicht immer zu vergeben. Es kann auch manchmal weise sein, nicht zu vergeben. Es kann auch manchmal weise sein, jemandem durch Worte Angst zu machen. Es kann auch manchmal weise sein, hart manchmal mit einem anderen Menschen umzugehen. Weise ist eben genau Härte und Weichheit zur richtigen Zeit und zum richtigen Ort und mit der richtigen Person anzuwenden. Liebe Geschwister, es gibt kein Wort, wie wir gesagt haben, das so oft missbraucht worden ist, wie dieser Begriff der Weisheit. Denn bei manchen Leuten bedeutet Weisheit, dass man von seiner eigenen Religion, von seinen eigenen Wertmaßstäben, dass man von seinen eigenen Fundamenten der eigenen Religion Abstand nimmt. Dass man verzichtet auf einen Teil der Sachen, die bei uns Teil der Religion sind. Auf Kosten was? Wegen was? Damit eine andere Person dafür zufriedengestellt wird. Was nutzt es dir, wenn dein Freund, deine Freundin, dein Vater, deine Mutter, dein Sohn, dein Arbeitgeber oder Lehrer oder wer auch immer zufriedengestellt wird und der Herr der Welten, subhanahu wa ta'ala, im Himmel mit dir zornig ist? Was bringt es dir? Es bringt dir gar nichts, lieber Bruder. Und deswegen, der weise Mensch ist derjenige, liebe Geschwister, der schaut, was das gute Ende, wie ein gutes Ende am Endeffekt aussehen wird. Was ein gutes Ende mit sich bringt. Weisheit ist aufgebaut auf Säulen. Ohne diese Säulen gibt es keine Weisheit. Und wir werden heute zwei erwähnen. Die erste Säule der Weisheit. Das heißt, wenn diese Säule nicht da ist, vergiss es. Dieser Mensch kann nicht weise sein. Erste ist der Ikhlas. Der Ikhlas, dass du, lieber Bruder und liebe Schwester, Allah subhanahu wa ta'ala vor Augen hast und sonst niemanden. Dass es dir vollkommen gleichgültig ist, ob der links oder rechts oder oben oder unten oder vor dir oder hinter dir irgendjemand mit dir zufrieden ist oder nicht. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist für dich, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Wenn Allah azza wa, wenn du weißt, dass Allah mit dir zufrieden ist in dieser Angelegenheit, du sagst, du denkst dir, da kann die ganze Welt sich querstellen, es ist mir völlig egal. Ich werde nur das machen, was Allah zufrieden stellt. Und auch wenn die Menschen mit mir nicht zufrieden sein werden. Liebe Geschwister, diese Art von Ikhlas benötigt und bedarf natürlich Wissen. Denn ich muss wissen, was in diesem Fall Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden stellt und was nicht. Aber bleiben wir bei der Angelegenheit des Ikhlas. Der weise Mensch ist derjenige nämlich, der seine Tat auf die Art und Weise macht, wie Allah zufrieden stellt. Wenn er spendet, weiß er, dass diese Spende in die Hand Allahs fällt, noch bevor sie in die Hand des armen Menschen fällt. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith von Abu Huraira, das bei Bukhari und bei Muslim, wenn jemand auch nur so viel spendet wie eine einzelne Dattel, aber diese Dattel wurde von gutem Erwerb gespendet,
Denn Allah akzeptiert nur Gutes, nur Halal also. Dann wird Allah diese Spende mit seiner rechten Hand aufnehmen und er wird sie vermehren für denjenigen, der sie gespendet hat. Genauso wie euer einer sein eigenes kleines Pferd aufzieht, bis diese Spende so groß sein wird wie ein Berg. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und daran erkennen wir den, der Ikhlas hat. Wenn er wenig macht, aber für Allah, ist viel besser als so ein ganzes Drama draus zu machen und das große Aktionen machen, hinter denen kein Ikhlas steckt. Der weise Mensch, es reicht ihm schon an Weisheit und genügt ihm schon an Ansehen, dass er, wenn er weise ist, dieser Name, der gleiche Name ist, den Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Der weise Mensch ist derjenige, der Handel treibt mit dem Weisesten aller Weisen. Er ist derjenige, der Handel treibt mit demjenigen, der sich um ihn kümmert und deswegen niemals im Stich lässt. Im Gegensatz zu der anderen Person, die mit einem armen Geschöpf arbeitet und seine Zufriedenheit versucht zu erlangen. Obwohl dieses arme Geschöpf selbst die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen versucht. Und die zweite Säule, und das ist die letzte für heute inshallah, ist das religiöse Wissen. Es ist nicht vorstellbar, dass jemand weise ist, wenn er kein religiöses Wissen hat. Und ich meine natürlich mit dem religiösen Wissen, das Wissen, das eine Person dazu bringt, das umzusetzen, was er weiß. Ich meine mit den Gelehrten in diesem Punkt, jede Person, die eine Information kennt und danach handelt. Jede Person, die etwas weiß von seiner Religion, hat gehört, dass Nachtgebet ist wertvoll, hat gehört, dass Fasten ist wertvoll, hat gehört, dass in der Moschee beten ist wertvoll, hat gehört und so weiter und so fort. Er handelt nach diesem Wissen, das ist eine Person, die weise ist. Er handelt nicht nach diesem Wissen, hat aber sehr viel Wissen, er ist kein weiser Mensch oder er hat so viel an Weisheit, wie er gerade umsetzt. Weisheit und Wissen ist miteinander verknüpft und untrennbar voneinander. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen und ich möchte an dieser Stelle stoppen, um nicht euch zu länger in Länge ziehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, für eure Segen, für eure Anwesenheit und inshallah kann man das in ein anderes Mal weitermachen.